Hallo meine Lieben, heute kein Intro von der Couch, sondern vom Balkon. Sprich, hier könnten laute Sachen vorbeifahren, einfach ignorieren. Heute geht's wieder in die Schweiz, wieder fast nach Basel. Diesmal geht's nach Wangen bei Olten in ein Fitnessstudio. Und zwar zu einer sogenannten Dojo-Show von der SWE, der Swiss Wrestling Entertainment. Dojo-Shows, Schul-Shows, Academy-Shows, egal wie man es nennen möchte, sind hauptsächlich für Leute da, die noch nicht so viel Erfahrung im Ring haben. Das sind oft Shows mit relativ wenig Zuschauern, die Schulen oder Wrestling-Academies veranstalten, um ihren Schülern einfach mal die Möglichkeit zu geben, vor Publikum aufzutreten. Meistens ist nicht sonderlich viel Publikum da, aber es ist einfach eine gute Gelegenheit für Schüler, sich im Ring etwas sicherer zu werden und einfach auch zu lernen, mit dem Publikum zu agieren, weil das manchmal nicht so gut funktioniert oder einfach schwer zu lernen ist, wenn das einzige Publikum die Mitschüler oder andere Wrestler drumherum sind. Wie kommt es dazu, dass wir ausgerechnet zu einer Dojo-Show gehen? Wir wurden eingeladen. Ich bin mir schon relativ sicher, was mich erwarten wird, aber zu 100% kann man das ja leider nie sagen. Deswegen lassen wir uns einfach mal überraschen. Bis dann! That's all, folks. Aber nur mit dem Abend, noch nicht mit dem Video. Also noch kurz dranbleiben. Ich verspreche, ich mach kurz. Hier bin ich wieder. Meine Haare sind rot. Leider hat es vor der Dojo-Show nicht mehr geklappt, zum Friseur zu gehen. Aber dafür jetzt. Was soll ich sagen? Im Nachhinein war es eine geniale Möglichkeit, mal vor jemandem wie Matt Cross aufzutreten und dann auch Feedback zu bekommen. Arg viel mehr möchte ich zu dem Match eigentlich nicht sagen. Ja, aber ich freue mich, dass mit jedem Mal, wo ich im Ring stehe, auch wenn er Löcher drin hat und vielleicht eine Matte fehlt oder so, einfach sicherer werde, vor allem mit meinem Knie, dass ich bald wieder antreten kann. Im Juni habe ich meine Abschlussbesprechung mit dem Arzt. Ich werde euch natürlich updaten. Bis dahin habe ich noch einen weiteren Auftritt, auch in der Schweiz. Irgendwie sind wir in der Zeit mehr in der Schweiz unterwegs als in Deutschland. Auf jeden Fall, es war ein schönes Wochenende, der Samstag war ruhiger. Ich hoffe, ihr genießt das Wetter genauso wie wir und ich gehe jetzt in den Biergarten. Wir sehen uns!